Das heißt also, da lässt es jetzt noch ein bisschen stehen und dann wird das Ganze noch zähflüssiger. Genau, so ist es. Naja, cool. Wir kochen das ein, wie in der Küche. Eine Soße. Sauber. Und wenn man jetzt hier reinguckt, dann, oder hört man auch, dass es anfängt zu köcheln. Man sieht jetzt hier die Blasen. Jo, tatsächlich. Da fängt die Geschichte an zu kochen. Ja, und das treibt die ganze Flüssigkeit oder einen großen Teil der Flüssigkeit raus. Es kocht es sogar auf ein bisschen. Ich stehe im Rauch. Lieber ein etwas größeres Gefäß als ein kleines Gefäß nehmen. Vielleicht. Ja, dran denken, damit es euch nicht überkocht. Oder eben etwas weiter wegstellen von der Hitze, dann kocht es eben auch nicht ganz so doll. Genau, so nochmal von oben rein. Also ich. Ja, da kann man das sehen. Und das muss man dann wie lange jetzt halt noch kochen lassen? Ja, das kommt drauf an, aber doch vielleicht genauso lange, wie man es brennen lässt. Okay, also doch nochmal. Stunde, anderthalb Stunden muss man dann schauen. Bis man es dann gebrauchen kann. Ja, man kann es auch ein bisschen an dem Rauch dann erkennen, dass der heller wird, sich ein dichter, relativ dichter weißer Qualm entwickelt und dann kommt es in diese Phase, wo es diese Konsistenz entwickelt. So, also noch mal ganz kurz, weil man natürlich, je länger das Ganze hier auf dem das Ganze kocht, sieht, wie der Rauch also immer weißer wird, bedeutet im Endeffekt dann auch, dass die Konsistenz sich verändert, ne? Genau. Gut. Und wie das Ganze dann im fertigen Produkt aussieht, das können wir erst morgen sehen. Und da werden wir dann auch sehen, ob wir hier vom übrig gebliebenen von der übrig gebliebenen Birkenrinde irgendwie noch was dazu mischen müssen, ne? Richtig. Um dann die Konsistenz zu kriegen, die wir haben wollen. Genau, aber das machen wir dann morgen und für heute ist jetzt Schluss. So, also zweiter Tag. Das Birkenpech ist hart geworden und da schaut es dann so aus. Okay, also da bewegt sich nichts mehr, ne? Nö, sieht, bleibt auf jeden Fall ziemlich fest in der Dose drin. Okay, und wie ist es der weitere Verarbeitungsschritt nochmal, damit man das noch ein bisschen mehr feintunet? Ja, wenn man das jetzt noch ein bisschen härter bekommen will, also je nachdem, wie man es haben möchte, würde man das jetzt einfach nochmal aufkochen und mit Kohle ergänzen, also Kohle beimischen. Okay, das ist da jetzt aber nicht mehr nötig oder was? Oder? Naja, ich würde es einfach nochmal aufkochen und einfach nochmal gucken, abkühlen lassen. Das kann man ja in mehreren Vorgängen machen. Ja. Aufkochen, abkühlen, wie sich dann verhält und vielleicht nochmal was reinmischen. Okay, na dann machen wir das, oder? Jo, machen wir so. Also jetzt machen wir noch mal ein bisschen ein Glutnest, ne? Oder so hast du das gesagt? Genau. Okay, da kommt dann die Dose noch mal rein. Und da lassen wir sie noch mal ein bisschen aufkochen, ne? Genau. Und wie lange dauert das? Ein paar Minuten. Okay, also es dauert dann nicht mehr so lange, wenn das Birkenpech mal gemacht ist, dass man das dann wieder warm macht und neu verwenden kann, ne? Nee, eigentlich nicht. Wenn es jetzt nicht super gefüllt ist, ein super gefülltes Gefäß ist, dann geht das relativ zügig. Das sieht man ja auch schon, wie der Qualm rauskommt. Okay. Und dann müsste es eigentlich wieder relativ flüssig werden. Und das zeige ich euch dann, oder zeigen wir euch dann auch mal gleich. Es fängt schon an, seht ihr das? Es rutscht schon hin und her, ne? Ja, genau. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Gibt es noch ein bisschen mehr? So zu dir? Ja, so genau. Ja, die kann man so machen noch ein bisschen. Ja, seht ihr, wie das schwappt in der kurzen Zeit. Ja, geht ja relativ schnell, ne? Naja, genau, okay. Und jetzt gucken wir mal, ob noch ein bisschen Wasser drin ist oder sonstiges. Ja, man sieht auf jeden Fall schon wieder den weißen Rauch, ne? Okay, man hört. Ja, muss ich ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel Hitze bekommt.
Und jetzt ist es wieder komplett in den flüssigen Zustand gewechselt. Ja, krass, wie Wasser, ne? Ja, ganz wie Wasser quasi, ja, ja. Würde man nie denken, dass das dann wieder fest wird. Mhm. Und wenn du da jetzt Asche noch dazu machst, was bewirkt es dann? Das wird dann noch zähflüssiger. Genau, je mehr Asche, umso zähflüssiger bzw. härter wird es dann. Okay, also wir haben es jetzt wieder flüssig gemacht und jetzt lassen wir es noch ein bisschen abkühlen. Und dann kommt noch, um das zu zeigen, Asche rein, ja? Ja, genau. Und die kommt dann hier in das Birkenpech rein. Sieht man im Endeffekt auch sofort, dass sich da die Konsistenz verändert, ne? Genau. Also das ist echt gut verschwelt. Also war hier ist nichts übrig geblieben. Gar nichts. Also haben wir gut gemacht. Ja, ja. An Resten ist gar nichts übrig geblieben. Ist wirklich sehr gut durch. Ich finde auch, dass man das ganz gut sehen kann. Und ich stelle mal so mal raus. So, und das Ganze lässt man jetzt nochmal verkochen, ne? Genau, köcheln. So, jetzt nehmen wir es runter. Ihr könnt hier noch mal reingucken. Das ist dennoch sehr flüssig. Ja, genau. Obwohl wir die Asche zugesetzt haben. Ich stelle das jetzt noch mal ab, setze noch ein bisschen Asche hinzu und dann lassen wir das noch mal abkühlen. Super. Im Endeffekt war das ganze Prozedere. Na? Wie es im festen Zustand aussieht, haben wir ja schon gezeigt. Vielleicht hat es ja den einen oder anderen interessiert. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal.